Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu Alone in the Dark Prolog. Der Prolog mit Grace. Das wird für den Remake sein von Alone in the Dark. Eine Neuinterpretation vom ersten Teil. Alone in the Dark 1 kam 1992 raus. Für DOS habe ich nie gespielt. Ich habe gar nichts von Alone in the Dark gespielt. Das hat aber den Grundstein gelegt für Survival Horror. Und ich kenne nur Alone in the Dark 4, die Demo von 2001, weil die habe ich gezockt. Selber habe ich aber kein großes Interesse gehabt, obwohl ich gerne Survival Horror spiele. Weil das war mir zu unbrutal gewesen. Deswegen habe ich eher Resident Evil und Silent Hill gespielt vor allem. Und ich muss sagen, ich habe gerade eben dieses Spiel schon aufgezeichnet, aber ich habe ein kleines technisches Problem gehabt. Ich habe mir einen Controller geholt heute. Den habe ich angeschlossen. Das kann man aber nicht mit Controller zocken, leider, obwohl es angezeigt wird. Muss man mit Maus und Tastatur machen. Jedenfalls habe ich deswegen gerade kein Audio gehabt, wo ich hier am Labern gewesen war. Und nun denn, das ist also jetzt ein Remake, der Prolog für das Remake, was im Oktober 2023 erscheinen wird. Und ich werde mir das zulegen, weil das ist sehr düster. Ich werde ein bisschen was reinschneiden, vielleicht von dem, was ich da für Erlebnisse gerade eben gehabt habe. Dann spiele ich nochmal von vorne, weil das ist sehr kurz. Also sehr kurz. Viel Spaß dann mit Alone in the Dark Prolog. Alone in the Dark by Cassandra. Jeremy Hartwood had hung himself. Also das Spiel spielt im Jahr 1920. 20er Jahre, vor 100 Jahren. Und ist sehr gruselig gemacht. Jetzt spielen wir dieses kleine Mädchen namens Grace, die sich mal eben am Arm kratzt. Ja, und jetzt sind wir auch schon drin. Das Spiel, das geht ungefähr 20 Minuten, wenn überhaupt. Und ich lasse mir jetzt mal ein bisschen Zeit. Not my best work, if I'm being honest. Okay, hat sie hier eine Happy Family gemalt. Quasi Happy Family. Ich weiß nicht, der Mann sieht eher aus wie eine Vogelscheuche. Dann ist da noch so ein Kind im Rollstuhl mit einem Buch in der Hand. Dann sitzt sie am Boden und das sieht mir irgendwie so aus, als ob da noch Feuer im Hintergrund ist. Weil ich muss an Silent Hill 2 denken. Wo ja dann auch für die, ich habe jetzt den Namen vergessen, wo dann auch für die eine Frau da drinnen auch, naja, die Realität brennt. Sagen wir es mal so. Was haben wir denn hier jetzt noch? Puppen. Gruselig, nicht wahr? So Puppen. Da habe ich auch gerade was zu erzählt, was man im Video aber nicht hören konnte. Und dann erzähle ich das eben nochmal. Also ich habe damals Goosebumps gesehen, Gänsehaut. Das war so eine Horrorserie, also beziehungsweise mehr so eine Gruselserie für Kinder. Gab es auch Bücher dazu, habe ich eins gehabt, ein kleines. Auf jeden Fall gab es dann auch noch einen Mystery-Horrorfilm. Den habe ich damals bei meiner Patentante auch gesehen, nochmal. Und da war dann meine Cousine dabei. Und die hat sich ziemlich da verängstigt gefühlt durch. Und naja, die könnte jetzt wohl Geister sehen oder sowas. Beziehungsweise die Aura von Menschen. Ich soll eine helle Aura haben und ein offener Mensch sein. Und die soll schwarze Flecken haben, diese offene, helle Aura, ne? Naja, was auch immer das heißen soll. Auf jeden Fall gibt es dann auch noch einen Horrorfilm, Pinocchios Rache.
Pinocchios Revenge. Und das ist aber eine Verwechslungsgefahr, die da bestehen kann, nämlich mit Bernd Höcke. Mit Björn Höcke. Und da ist eben dann die Sache, dass mir die AfD, um mal hier offen zu sein, als Horrorpartei schon seit 2015 spätestens gruselig vorkommt. Die AfD, ne? Deswegen sage ich dazu scherzhafterweise Pinocchios Höcke. Verwechslungsgefahr. Also Pinocchios Rache. Ne? Sollte man sich mal angucken. Horrorfilm. Seitdem ich das Interview gesehen habe mit dem Höcke 2015, da, was da gewesen war. Wow, da kommt er mir wie so eine Horrorpuppe rüber. Das finde ich gruselig, aber so im Allgemeinen so Horrorpuppen, nein. Das nicht, aber es gibt viele Menschen, die haben, naja, die finden das gruselig, so Puppen. Und die sind viele Puppen. Und der Trailer ist auch ziemlich gruselig gemacht, wo auch Puppen erhangt werden, ne? Erhangen werden. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Ja, den Big Mustache kannst du woanders hin machen, der kommt noch. Da habe ich auch gerade so erschrocken. Also, es ist schon sehr atmosphärisch gemacht. Es ist kurz, aber sehr atmosphärisch. Direkt sofort. Look at this mess. Ich werde jetzt mal versuchen, nichts zu übersehen. Also die Tür war auf. Die ist zugegangen. Jetzt gehe ich da mal. Wir sind da rausgekommen, links. Okay, ich weiß schon, wo wir sind. Und da schien es grün zu sein, richtig? Jetzt ist hier ein Badezimmer. Ich dachte, hier geht's nach draußen. Already wash my hands today. Okay, also vielleicht werde ich das andere Video hinten dran schneiden. Allein für die Reaktion. Wenn da was Gruseliges gewesen war. Cassandra should be more careful with her medicine. Dann ziehe ich das jetzt so komplett durch und schneide ich am Ende die anderen Szenen dran. Mal gucken. Wo ich das erste Mal an die Sachen gesehen habe. Oh goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Jeremy, was ist los? Jeremy hung himself. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy hung himself. Where'd he go? He hung himself. I'll post it myself then. Gruselig. Also, da ist dieser Jeremy hier in diesem Zimmer. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Ja, kleines mutiges Mädchen. Erst ist hier dieser Jeremy. Beziehungsweise nein, erst ist da die Szene mit den Briefen, dann steht da Jeremy hung himself, dann sehen wir hier den Jeremy, er ist irgendwie total verwirrt, scheint den Verstand zu verlieren, er spricht mit uns und dann auf einmal ist er weg. Wie so ein Geist, der auf einmal verschwindet. Und deswegen habe ich damals auch übrigens Alone in the Dark nie so spielen wollen, weil das mehr so paranormal gewesen war. Das war mehr mit Taschenlampe rumlaufen und sowas. Hier so wie Alan Wake, das ist nicht so meins. Das ist einfach nur gruselig und nicht Horror für mich in meinen Augen. Aber nun denn, ich nehme mal den Schlüssel mit.
wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Was soll das heißen? Maybe if I broke my leg. Dann brauche ich nicht rumlaufen, werde ich rumgeschubst, rumgeschoben. Gibt's hier denn noch was? Da ist noch ein Schlüssel, da ist ein Schlüsselmädchen. Gleich haben wir noch ein paar verschlossene Türen. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Richtig gute Grafik auf jeden Fall. Richtig schöne, gute Grafik. Wow. Würde ich gerne mit Controller zocken, aber geht ja nicht. They're so creepy. Die sind so gruselig, ja. Sieht nach einem Rätsel aus. Und da kann ich nur sagen, Resident Evil und vor allem Silent Hill, die haben ja Rätsel gehabt, so als Survival-Horror-Spiele. Deswegen ist nochmal Alone in the Dark auch interessant, weil ich kenne das nicht. Jedenfalls, Resident Evil 3 Remake ist für die Tonne, für die Mülltonne, weil da sind keine Rätsel drin, obwohl Resident Evil 3 sehr viele Rätsel gehabt hat damals. Vor 20 Jahren. Ne? Vor über 20 Jahren schon. Was hat man denn hier auch so ein Rätsel anscheinend? Würde ich gerne lösen. Ich würde gerne hier was zum Nachdenken haben. Und das ist auch, was hier Alone in the Dark ausgemacht hat. Eben, dass es ein gruseliges Spiel ist, wo man auch nachzudenken hat. Tja, ist verschlossen, Mädchen. Was hat Jeremy getan? Boah, richtig düster, richtig schön düster. Ich höre flüstern. Die Statuen können flüstern oder was? Auf jeden Fall spooky. Die Vögel. Klasse, jetzt hast du hier oben zu. Ist doch alles Absicht, ist doch alles Absicht. Mutiges Mädchen. Ah! Schnell, Mädchen, schnell, Alter. Hüpf. Thank you.
Mach dir mal nicht ins Hemd. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Wie gesagt, paranormal, Anomalien. Das hört sich nach Geisterstimmen an. Von so einer Ghostbox, ne? Wie so eine Ghostbox. Naja. Ja, bleiben wir mal hier bei der Musik. Das beruhigt unsere Nerven. Da ist gerade irgendwas aufgegangen. Warum auch immer da gerade ein Ordner hier im Hintergrund aufgegangen ist. Gruselig. Windows macht sich selbstständig. Und das war dann jetzt die Demo gewesen, im Großen und Ganzen schon. Ich werde das dann hinten dran schneiden. Also ich habe gerade richtig krasse Gänsehaut gehabt beim ersten Mal zocken. Und deswegen werde ich das auch im Oktober dann zocken, das Spiel, wenn das rauskommt. Im Oktober 2023, also zu Halloween, werde ich dann Alone in the Dark zocken. Das steht schon mal fest. Jetzt haben wir hier verschlossene Türen. Zurück können wir hier jetzt auch, glaube ich, nicht. Ich versuche es aber mal. Nee, macht sie gar nichts. Und ja, was ist hier passiert? Was ist hier passiert mit diesem Jeremy? Ist der Jeremy schon tot? Weil er soll sich ja erhangen haben, laut dieser Zeitung. Und wenn man sich den Trailer anguckt, dann sind da auch Sachen, die auf sowas hindeuten. Sage ich mal vorsichtig. Und denn die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist auch abgeschlossen. Und wir haben hier jetzt nur die Mission, den Brief hier hinzubringen. Das war es auch schon. Leider. Kurz und atmosphärisch. Wer knurrt denn da? Miss Emily Hartwood, New Orleans. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. Hung himself, you dreamed? The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before, I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Okay. Der Detective denkt, er war schon mal da, weil er das fühlt. Es fühlt sich so, als ob er schon mal da gewesen ist. Und die Frau, die hat geträumt, dass der Onkel sich erhangen hat. Interessant. Also zur Wunschliste hinzufügen, das habe ich schon gemacht. Ich kehre da mal zum Hauptmenü zurück. Also es ist ein kurzes, knackiges Spiel. Also mit knackig meine ich atmosphärisch. Das ist gruselig, das wirkt. Und das sage ich mit dem Hintergrund, dass ich einen, ja, so einen Serienmörder-Fanboy hinter mir habe, der meine subjektive Realität verändert hat. Und ich dadurch über 100 Stunden Videomaterial habe an Horrorspielen auf YouTube hochgeladen, wo ich wenig bis keine Gänsehaut spüre. Und die kommt allmählich langsam zurück. Also ich habe gerade richtig Gänsehaut gehabt. Und das will ich dann auch reinschneiden. Sieht man zwar nicht, aber ich habe mich gut erschrocken. Ich habe mich gut erschrocken. Die Atmosphäre spürt man sofort, obwohl das nur 20 Minuten geht, wenn überhaupt. Und damit verabschiede ich mich schon mal jetzt und sage dann mal bis bald. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.